So, willkommen zurück. Ja, so, jetzt wollte ich mal da wegen dem Kirchenartefakt mal gucken. Ich weiß jetzt halt nicht, ob die Wölfe mich gleich angreifen. Das wäre blöd. Bei Flüchten. Gleich flüchten. Was sind das für Geräusche? Sehr gut. Taschenlampe funktioniert während des Leuchtens. Genau, na gut, das weiß ich ja schon. Liegt hier noch irgendwo was? Aber ich weiß halt nicht. Zu dem Traktor gehen wir nochmal. Der Bär, der Bär. Ich will keinen Bären. Es rennt hier nur so ein scheiß Bär rum. Weiche von mir, Bär. Oder was? Hier rüber und dann so, ich bin mal leicht.
richtige Wölfe gibt es hier gar nicht. Immer schön an dem Häuschen. So. Alright. Na, jetzt habe ich vergessen, den Timer einzustellen. Sind schon 10 Minuten. So, die Hütte habe ich. Durchsuche die Hütte. Mach mal. Lokale Legenden, der Geisterhirsch, die vom harten Winter und der aus Isolation gebeutelten Bewohner des idyllischen Tales suchten oft in der Natur nach Schutz und Geborgenheit. Ein beliebter Zeitvertreib bestand darin, nach einem legendären Hirsch Ausschau zu halten, der laut den älteren Bewohnern ein besonderes Erkenntnis verleihen sollte. Natürlich nur demjenigen, dem es gelang, diese wilde Kreatur zu finden. Ob das rätselhafte Tier selbst oder der friedliche Ausschauhalten nach ihm diese Erkenntnis hervorrief, ist nicht eindeutig überliefert. Okay. Geht zur Lichtung des Geisterhirsches. This pack is getting too heavy to carry. Ja, ja. Thermostiefel. Da haben wir halt in. So, jetzt sollen wir einen Geisterhirsch suchen. Na da. Das wird ja lustig. So. Na, auch schon eine. Auch schon eine Notiz. Nicht zugestellter Brief. Liebe Cindy, was nun, mein Schatz? Kein Bargeld und auch nichts in Aussicht. Ich muss etwas unternehmen. Alle sind weg. Ich weiß nicht, wie das ausgehen wird. Aber so oder so tut es mir leid. Das Ding ist eben im Abhang. Im leeren Keller. Vielleicht können wir es ja gegen einen Weg heraus eintauschen. Sam. Das Ding. Das Ding ist eben im Abhang, im leeren Keller. Okay. Gehe in den Keller bei Skeeters Abhang. Das Ding? Lebt da irgendwas oder wie?
Zeitungsausschnitt. Mamam. Okay. Okay, okay, okay. Zeitungsausschnitt. Laut Pater Thomas, dem örtlichen Pfarrer, wurde das aus einer Kirche in Thomsens Wegkreuz gestohlene Artefakt vor Jahrzehnten von einem prominenten lokalen Ladenbesitzer an die Gemeinde gestiftet. Sein finanzieller Wert ist zwar beträchtlich, aber gerade für die Mitglieder unserer Kirche hat es auch einen hohen spirituellen Bedeutung, sagt er. Okay. Ich. So, ich habe jetzt hier untersucht. Und nun? Und nun? Und nun und nun? Liegt hier unten drunter noch was? Nee. So. Nebenstory. Geister haben für ortsansässigen Kirchenetter gehen in die Keller, weil es geht aus Abhang. Ne, warte. Nebenstory. Hier, die ortsansässigen Berichte von einem versteckten leuchtende Höhle. Untersuche die großen Geschichten, die du in Büchern im idyllischen Tal findest. Und an sich die Berichte von einem geisterhaften Hirsch, also die Berichte von einer versteckten leuchtenden Höhle. Geht zur Höhle an der an die Nebelfällen. Okay. Und das war das. Das ist hier. Kirchenartefakt. Und große Geschichten. Und an sich die Berichten von einem Blablablub. Vorratslukenplünderung. Okay, und große Geschichten. Eine leuchtende Höhle. Okay. Und hier kommen wir bestimmt auch irgendwie hin. So, haben wir noch irgendwo was? Irgendwie, irgendwo? Hier gibt es ja so einen komischen Funkturm, das weiß ich ja auch. Okay. Aber wie gesagt, wir müssten ja hier außen komplett rum. Müsste ich hier zurück, dann zu der Brücke und dann hier so. Sozusagen. Schauen wir mal. Nein, stopp. Ablegen. Aber schimmlig. Das essen wir nicht. Schimmliges Zeug essen wir nicht. So. Pfeilspitze, gut, das wollte ich eigentlich auch alles. Eigentlich wollte ich das alles ablegen. Noch. Solation. So. Wir gehen mal aus der Hütte raus.
Also da waren es viele Zettelchens. Sozusagen. So, dann laufen wir einmal hier wieder alles zurück. Da hinten da bei dem komischen Ding, da ist so ein komischer Bär, das haben wir auch mitgekriegt. Gott, müssen immer da drum rum. Das ist bestimmt der so komische Timberwolf-Viecher-Angriff. Bumster, Bumster. Erdbeben gibt es auch. Das Stöhnen hört sich auch total auch gut an. Die Brücke. Aber an dem Wasserfall war nichts, war das war an dem da oben.